Wir werden alle Todesnachrichten, die es in Minecraft gibt, farmen. Wo ist Shrug bei Lightning? Wir haben das Schwierigste. So, das nächste, was wir brauchen, ist Experience Kinetic Energy. Das heißt, wir müssen den Enderdrachen töten. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, Minecraft durchzuspielen, denn wir brauchen eine Elytra. Das ist die Todesnachricht, die man bekommt, wenn man mit einer Elytra gegen eine Wand fliegt. Leute, Frage. Ich war schon mal im Nether, so wie es aussieht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, denn, ja, wir haben die Serie halt vor Craft Attack gestartet, während Craft Attack ein bisschen ruhen lassen. Und ich habe überhaupt gar keinen Überblick mehr. Hä? Aber warum hat er... Wurde die Welt an Halloween geladen? Okay, dann sieht man aber auch ganz gut, wie lange wir in dem Projekt schon mal sind. Krass, okay. Was wir, by the way, auch mal machen werden, ist, bevor wir große Probleme bekommen... Das hier. Wir müssen Enderperlen auch noch traden. Wir sind in der 1.16.1. Das ist halt auch die optimale Speedrun-Version. Das ist noch die Version, in der halt wirklich dir gegönnt wurde. Und du hast halt wirklich geilen Stuff bekommen. Ziemlich viele Enderperlen. Oh, ich sehe da schon ein paar Enderperlen. So, was haben wir denn hier? 13 Enderperlen. Der Klatscher war ein bisschen zu laut, aber ich habe mich echt gefreut. So, ihr Süßen, wir brauchen Blazes. Wir haben auch eh Looting 3. Von daher eh alles mal halb so wild. Ja, oh mein Gott, wenn die zweite auch direkt 3 gibt. Eventuell versteht es jetzt nicht jeder. Wir sind aktuell immer noch in einer Challenge, in der es darum geht, maximal 3 Monster zu töten und aus den ersten 2 Blazes mit Looting 3 6 Stück zu bekommen. Ja, wir haben nicht einmal mehr als 5 bekommen. Jetzt kriege ich hier einen 3er und 4er Drop instant in a row. So, ja, danke. Naja, ich reg mich nicht auf. Wir haben 15 Blaze Rods. Ja, das sollte auf jeden Fall ausreichen. 13 Enderperlen dazu. Okay, aber wir sind durch. Enderperlen, Enderaugen haben wir alles zusammen. Damit können wir auf jeden Fall jetzt ins End an sich gehen, klar. Okay, 616. Digga, wow. Alright, wir gehen trotzdem runter. Wir haben zwar jetzt nur 10 Enderaugen, aber Enderperlen kriegen wir schon nochmal irgendwie anders. Alright, das ist das End. Wer es noch nicht wusste. Oh moin. Alright, das ist schon mal sehr gut. 11. Oh mein Gott. So, ihr könnt euch merken, 277, 1826 könnte man eventuell notieren. Habe ich mir nicht mal sagen lassen, dass man das nämlich nochmal irgendwann nochmal brauchen könnte. Blitzhacke. Und dann würde ich mal sagen, vamos a empezar. So, wir sind im End, meine Süßen. Jetzt heißt es mal wieder, den hier töten. Es geht aber gar nicht prinzipiell darum, ihn zu töten. Sondern wir müssen einfach nur an die Elytra. Wir könnten uns an sich jetzt auch einfach 1000 Blöcke rüberbauen. Das geht auch. Man muss nicht den Enderdrachen getötet haben, um in die End-City zu kommen. Das ist eine Lüge. Man kann sich auch einfach 1000 Blöcke lang bauen. Dann kommst du auch einfach dorthin. Ich brauche einen coolen Beat. Wir müssen den Drachen mal auf einen coolen Beat killen. Wenn wir es denn überhaupt schaffen. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben es. Kam authentisch rüber, oder? Alright, das gibt eine Menge Level. Wir gehen jetzt rüber durch dieses Portal. Das ist halt auch noch nicht so oft passiert in der Challenge. Wir versuchen jetzt, schnellstmöglichst, eine End-City zu finden. BZW, ein Schiff in einer End-City. Das ist ja mehr oder weniger die zweite Dimension. Du kannst auch da durchkriechen, aber wir machen es lieber so. Und dann landest du eben hier. Warte, Leute, gleich ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt auf. Oh. Alter, holy. Oh, Freunde, die erste End-City mit einem Schiff. Heißt Elytra im ersten. Sieht gut aus. Normalerweise muss man hier tausende Blöcke erstmal rein investieren. Da ist das gute Stück. Oh, den Eisenhelm wegwerfen. Zack, danke. Oh mein Gott. Das ist halt eine übertrieben geile. Das heißt, wir haben erstmal alles am Start, was wir brauchen. Wir können raus, meine Damen und Herren. Das war unsere kurze Expedition durch das End. Okay, das ist eine sehr merkwürdige Mission, die wir jetzt haben. Wir werden, würde ich mal sagen, ganz interessant, gleich mal sterben. Okay, ich hoffe, dass ich das nicht verkacke. Auf geht's! Wir haben es auch geschafft. Auch wenn es ein bisschen schwierig erstmal am Kram... Also es war wirklich fast schon eins der anstrengendsten und der schwierigsten Todesnachrichten. Aber wir haben es geschafft, uns mit einer Elytra umzubringen. Lol. So, hier werden 7 Level sein. Danke. Und dann ist alles noch beim Alten. Und wir haben zusätzlich jetzt auch einfach für dieses Projekt eine Elytra, die ja, denke ich mal, in vielen Situationen auch sehr, sehr, sehr praktisch sein kann. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was die nächste Todesnachricht sein wird. Und zwar der nächste Tod, den wir brauchen werden, ist... Was squished too much. Nein, das ist das Entity Limit. Oh. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, wir machen es am besten mit Pilzkühen. Alright, wir brauchen 25 Minecarts, sprich 125 Eisen. Eine Rail. Das geht eigentlich noch. So, dann können wir ja schon mal anfangen mit dem Platzieren. 2, 3, 4,
5, 6. So, dann lass uns mal an Entities sterben. Ich habe echt ein bisschen Angst davor. Es sind einfach 25, es würden auch 24 reichen. Minecarts, Entities und wir werden jetzt von Entities gecrampt. Aua! Ich habe kurz Angst gehabt, aber es ist natürlich mal wieder richtig. Und wir haben die nächste Todesnachricht auch erledigt. By the way, deswegen habe ich das Schwert zurückgelegt, damit ich einfach diese Dinger jetzt schnell abbauen kann. Damit ich jetzt nicht nochmal da sterbe, wenn ich jetzt da einfach reingehen würde wie ein Idiot. Ne, könnt ihr euch ja denken. Okay, aber wir haben auf jeden Fall, da wir so viel Eisen farmen mussten, jetzt auch echt gute Tools. Also wir sind echt gut equipped. Elytra, Raketen. Insofern sieht er erstmal ganz gut aus. Bis wir halt jetzt die nächste Aufgabe lesen oder bekommen werden. Ich bin gespannt, was wir als nächstes hinbekommen sollen, meine Damen und Herren. Die nächste Todesnachricht wird sein, went up in flames. Burn to death und went up in flames sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Appears when the player is killed because they were in a fire source block. Okay, wir brauchen drei Logs, Kohle und Sticks. Sticks, Kohle. So, aus dem Kopf, wer kann's auch? Krass, oder? So, alright. Went up in flames. Ich glaube, es wird ein angenehm warmer Tag. Deswegen ist er auch schon am Baden. Und wir, ja, gehen auch mal gut auf im Feuer. Went up in flames. Nächster richtiger Tod. Gar kein Problem. Aber wir sind hier in dieser Welt momentan echt in einem... Wir haben ja echt einen Lauf, muss ich sagen. Und eventuell ist das nächste ja sowieso was ziemlich anstrengendes. Und zwar ist das nächste... Was roasted in Dragon's Breath. Ich denke, es wird mal wieder Zeit, ins End zu gehen, meine Damen und Herren. Und dafür müssen wir auf jeden Fall den Enderdrachen wiederbeleben. Das ist an sich das Sterben in dem AOE. Sprich, in diesen lilanen Partikeln des Drachens. Das Problem an der Sache ist, dass das halt nicht machbar ist in der Version, in der wir spielen. In 1.16.1 gibt es diese Todesnachrichten nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber es hat sich diese Todesnachricht dort eingeschlichen. Und die ist halt nicht mehr aktuell. Weswegen wir diese jetzt skippen werden. So, dementsprechend, Burn to death ist die nächste Todesnachricht. Meine Logik würde mir sagen, okay, es ist einfach in ein Feuer stellen, aber es gibt eben allein schon Unterschiede, ob du dich in ein Lagerfeuer stellst oder dich einfach, sag ich mal, runterbrennen lässt von dem FNS. Ich glaube, dass Burn to death, das ist, wenn du an Feuer stirbst, währenddessen aber nicht in einem Feuer-Source-Block dich befindest. Das heißt, du brennst sozusagen aus. Das bedeutet, wir müssen uns einmal jetzt mit einem Feuerzeug vergnügen, dürfen ganz, ganz wichtig, während wir sterben, nicht mehr im Feuer sein. Wir benutzen das jetzt sozusagen nur, um uns halt ja, von den Herzen zu reduzieren. Wenn wir aber gleich bei so 3 Herzen oder so sind, 2,5 Herzen sind, bleiben wir ganz entspannt und werden uns runter burn to death. Damit ist das nächste erledigt. Relativ simpel. Es wäre auch sehr unangenehm gewesen, wenn ich an der Todesnachricht jetzt gescheitert wäre. Ich sag's euch ganz ehrlich. Damit Haken hinter und es geht weiter. So, und die nächste, die wir haben, was done to death. Okay. Ey, aus dem Kopf könnte ich gar nicht sagen, in was für eine Richtung das jetzt gerade geht. Oh, I see. I see, das hatten wir schon mal. Das passiert, wenn wir an einer Biene sterben. Zum Glück haben wir eine Elytra, mit der wir eventuell relativ schnell ein Bienennest mal finden können. So, okay, krass. Das ist ja direkt schon hier. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken, dass wir gleich mal keinen Hunger haben, dass wir nicht mehr regenerieren und dann gehen wir einfach mal mit einem Herzen oder so rein. Okay, das macht mich ein bisschen nervös. Digga, wenn jetzt hier ein Skelett oder so ist, ne? Hallo, Biene. Rauskommen. Hallo. Okay, okay, es hat geschafft. Ich hatte echt gerade ultra Angst, aber es ist alles richtig. Wir haben die Todesnachricht. Das heißt, wir haben das nächste erledigt, relativ simpel. Und es geht weiter mit Fell of Some Vines. Wir hatten es ja bis jetzt nur, das war ja, glaube ich, das erste, was wir in der kompletten, in dem Run hatten, mit Weeping Vines. Dann gibt es ja auch noch die roten aus dem Crimson Forest. Und die Vines, die jetzt gerade gefragt sind, das sind, glaube ich, die ganz normalen, die es in einem Sumpf oder in einem Dschungelbiom auch zum Beispiel gibt. Heißt, Ausschau halten nach Biomen, in denen es Vines gibt. Freunde, wir haben nach ungefähr 5000 Blöcken, sogar noch ein bisschen mehr, fast 6000 Blöcken, einen Sumpf gefunden, in dem wir uns ein paar Vines klauen werden. So, okay, wir sollten auf jeden Fall genügend Vines haben. Wir brauchen auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Blöcke. Also, wir können ja unseren Respawn-Point auch einfach hier setzen. Dann werden wir uns jetzt nochmal einfach mal töten. Bedeutet hier einmal den Respawn-Punkt. Das heißt, diese 30 Blöcke sollten wir auf jeden Fall verbauen. Hauen hier die Vines ran. Wir müssen uns jetzt hiervon runterstürzen. Ich glaube, das sollte ich hinbekommen. Hoffen wir mal. Nun ja, wir sind auf jeden Fall mindestens über 30 Blöcken. Ja, es sollte reichen.
Fell of some Vines, das nächste erledigt. Es ist eine ganz merkwürdige Kombination, sich zu freuen darüber, dass man gestorben ist. Aber ja, ich freue mich. So, nächste Todesnachricht ist Discovered the floor was lava. Ah, lol. Ja, true. Das ist einfach auf einem Magma-Block stehen, ne? Ja, okay. Das sollten wir definitiv hinbekommen. Dazu sollten wir einfach zurück nach Hause laufen, denn dort haben wir eh Magma-Blöcke. Und da ist sowieso unsere Base. Das heißt, es geht einmal zurück. Ein paar Blöcke traveln. Alright. Wir sind zu Hause. Wir müssen dringend hier nochmal unseren Respawn-Punkt setzen. Und dann Discovered the floor was lava. Bin mir sehr sicher. Da hinten haben wir noch eine Plattform. Wenn wir diese betreten und sterben, dann discovern wir, dass der Boden eben aus Lava ist. Das Wichtige ist, dass wir nicht vorher von einem Monster irgendwie Schaden genommen haben. Das ist ein paar Minuten her. Deswegen sollten wir good to go sein. Denke ich, hoffe ich mal. Hallo, ist hier irgendwo ein Monster? Nein, oder? Oder? Discover the floor was lava. Und damit haben wir die nächste Todesnachricht abgehakt. Bitte gib mir meine Rüstung. Ui. Also, sehr, sehr, sehr gut. Wir gehen in großen Schritten immer weiter voran in diesem Projekt und schaffen es momentan sehr, sehr, sehr gut, Fortschritte zu machen. Das ist genau das, was wir schaffen, machen und tun wollen. Discover the floor was lava haben wir geschafft. Dementsprechend geht es weiter mit Was shot by a mob. Und ich habe da ein Monster vor Augen, was mit etwas schießt, was wir dafür benutzen können. So, da gibt es einen Cave. Okay, ich sehe ein Skelett. I see Skeleton. I'm happy. Respawn-Punkt. Oh mein Gott. Jungs, ihr sollt mich töten, nicht euch! WTF! Digga, die kämpfen gegen jeden, aber nicht gegen mich. Oh mein Gott! Kannst du halt gerade keinem erzählen, ne? Ich mach nicht mal was. Kill mich bitte, bevor irgendwas anderes passiert. Was ist mit dir? Einer, bitte einer trifft. Oh mein Gott, danke. Hilfe. War das eine Geburt? Schwierigster Tod von allen, ja. Okay, also, geschafft, erfolgreich. Und jetzt haben wir Was Killed by Mob Using Magic. Also, hier ist es jetzt eine kompliziertere Geschichte. Wir haben es ja schon mal gesehen. Das ist die Todesnachricht, die passiert, wenn du bei einem Drachen, also beim Enderdrachen, es gibt nur einen Drachen in Minecraft, wenn du bei dem in seinen lila Geschossen, in seinem AOE, halt stirbst. Rein theoretisch könntest du dich auch von einer Hexe töten lassen, ist aber schwierig, weil die Hexe halt auch andere Tränke wirft und dann wirft die Poison und dann kommt so ein Skelett von hinten und so. Hä? Doof. Wir könnten uns auch selber mit Instant Damage Tränken abwerfen. Dann würde halt auch stehen, Bestie GHG was killed by Bestie GHG using Magic. Frage ist halt, ob Bestie GHG als Mob in Klammern halt auch klar gehen würde. Rein theoretisch finde ich schon. Es geht einfach nur darum, dass halt ein anderes Entity sozusagen uns tötet. Okay, dann einmal den Kollegen. Dann brauchen wir Sand. Und dann brauchen wir ein fermentiertes Spinnenauge. So, Instant Damage, Gunpowder, 3 Instant Damage Tränke. Wir haben leider keinen Glowstone. Dann machen wir uns einmal Schaden. Sind wir hier sicher? I guess. Okay, na dann. Magic! Okay, krass, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir One-Hit sind. Aber ja, Basti GRG wurde gekillt by using Magic. Wir sind selber jetzt der Mob, aber das hatten wir ja, wie gesagt, bei dem Armor-Stamp ja genauso gehandhabt. Dementsprechend erfolgreich das nächste Häkchen für uns. Sehr, sehr gut, in was für eine Richtung sich das hier entwickelt. Glücklicherweise haben wir jetzt 2 Instant Damage Potions. Geil, werde ich bestimmt nochmal irgendwann gebrauchen. Und damit gucken wir uns die nächste an. Was shot by a mob's skull? Hä? Ist es Wither? Ist es der Wither? Der schießt doch mit Köpfen, ne? Ich glaube, es ist fast schon am schlausten, ihn einfach dann in der Oberfläche zu killen. Das Problem wird nur sein, dass wir... Also, wir müssen ihn danach halt ja noch killen, ne? Okay, aber was wir nichtsdestotrotz machen müssen, ist halt, ja, wir müssen eben 3 Köpfe farmen. Soul Sand haben wir. Wir müssen jetzt nochmal zurück in den Nether gehen und die farmen. Daran kommen wir egal wie nicht vorbei. Oh ja, hier ist eine Kreuzung. Auf so Kreuzungen spawnen die am meisten. Okay, wenn jetzt nicht der erste Kopf kommt, dann wird's kriminell. Gar nichts, gar nichts. Jetzt. How? Wie geht es? Zack. Denkt ihr eigentlich auch mit daran, dass wir 3 Stück brauchen? Bitte, bitte. Ich will doch nur mal das erste Glückserlebnis jetzt haben. Oh mein Gott. Das sind sie, die 3 Köpfe. Der erste. Nach 48 getöteten Wither-Skeletten haben wir den ersten. Nice. Killen wir einfach noch einmal 100 und haben wir alle 3. Gib mir deinen Kopf. Hey.
Komm, ergib! Digga, halbe Kohlefarm, ey, das kannst du keinem erzählen. Ich hab gleich 3 Stacks Knochen. Oh mein Gott, let's go! Nur noch ein. Aber wie clean war das gerade gespielt, dass ich mich nicht einmal hab treffen lassen? Gut, 70 Stück gekillt und 2 Köpfe. Oh mein Gott, danke! 84 Wither-Skelette, Alter. Ohne Mist, geht mir aus dem Weg. Ich habe keine Zeit, Alter. So, aber ja, glücklicherweise, wir haben echt viel Kohle. Es wird ernst, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt zum End-Traveln, zum Stronghold besser gesagt, und werden dort den Wither beschwören. Und dann hoffentlich an seinem Kopfschuss. Also, ne? Es wird ernst! Oh, man könnte fast glauben, ich war hier schon mal. So, wir haben nämlich unseren Respawn hier hingesetzt. Alle erstmal wichtigen Sachen hier ablegen. Oh, kacke, ich habe keinen Kürbis dabei. Wither, grüß dich! Das ist das, was wir wollen. Jawohl! Sehr gut. Auf geht's, Junge. Ich war so angespannt. Ich war so hardcore angespannt. Oh mein Gott, wir haben es. Was shot by a Wither Skull. Let's go. Es hat sich alles am Ende gelohnt und wir sind wieder im Stronghold. Und wir sind wieder hier am Start. Und meine Damen und Herren, genau so soll es laufen. Genau so. Und was wir jetzt machen werden, werden manche vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber ich habe da eine Sache gesehen, die wir noch haben wollen. Da er uns gekillt hatte, ist da noch eine Wither-Rose. Wir haben sie, Wither-Rose, dabei. Das heißt, wenn wir nämlich nochmal an dem Wither-Effekt sterben sollten, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall wie. Boots, Junge, auf! Oh Gott, wo sind wir denn? Auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus und wir haben etwas sehr, sehr Krasses geschafft. Und zwar haben wir uns von dem Wither töten lassen. Alright, das nächste ist Suffocated in a Wall. Das sollten wir auch gebacken bekommen. Oh, ich bin so erleichtert. Also, relativ simple Angelegenheit. Wir werden dafür nur ein bisschen Sand benötigen. Auf jeden Fall werden wir uns einfach mal kurz, zack, zack. Mehr ist es nicht, meine Damen und Herren. Suffocated in a Wall. Ein Tod, der tatsächlich vielleicht das ein oder andere Mal schon von euch erlitten wurde. Suffocated in a Wall. Auf geht's. Dann können wir uns auch schon der nächsten Aufgabe widmen. Und die nächste Todesnachricht ist, die wir brauchen. Didn't want to live in the same world as Mob. Hä? Warte, was? Die habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Von einem Mob ins Void fallen lassen. Bei 277, 21, 1826 ist der Stronghold. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Wir werden dorthin gehen, um uns jetzt dann von einem Enderman ins Void zu schubsen. Das sind so Sachen. Ich habe wirklich nicht von... Also jetzt mal ehrliche Frage. Wer von euch wusste von dieser Todesnachricht? Kann sein, dass man das schon mal irgendwie so... mal mitbekommen hat, aber dass es halt so eine Todesnachricht gibt, die sich auch nochmal so krass unterscheidet, also, dass es eben wichtig ist, dass du vom Void gewone-hitted wirst. Wenn wir nicht vom Void bei dieser Todesnachricht gewone-hitted werden, dann ist das Ganze halt ein Fail und wir sind einfach nur Todesnachricht fell out of the world. Wir haben eine Kiste dabei, wir haben ein Bett dabei, um alles nochmal zu saven. Ansonsten müssen wir einfach mit wenig Herzen da reingehen und uns ein bisschen rüberbauen. Da ist doch noch der Wither. Shit. Da ist ja noch ein Wither, auf den wir aufpassen müssen. Wir machen einmal unseren Respawn-Punkt jetzt hier hin und gehen da mal jetzt rein und gucken mal an, wie die Lage der Dinge ist. Ich meine, wenn ich jetzt hier bin gleich, kriegt es doch der Wither nicht mit. Also, wenn ich jetzt richtig liege, oder? Der Wither kriegt doch nicht mit, ob ich jetzt hier chille. Ja, ein bisschen Monka-S ist es schon, ne? I don't know. Wir müssten halt den Wither töten. Probably. Jetzt ist die Dingsphase, bei der er nur auf Melee Schaden bekommt. Aber er geht stabil runter. Hä? Seit wann macht er das? Hä? Wer ist er denn? Auf einmal Superfight. Ich kann ihn einfach straven. Hä? Ist der verbuggt? Wer bist du? Hä? Bruder, hat er seinen Knockback reduced oder was war mit ihm? Wir haben dort hinten unseren Weg gebaut. Das heißt, wir können gleich, I guess, mit 3 Herzen. Oh mein Gott, Leute, das wird echt super hardcore. Ach, also ein bisschen Angst habe ich ja schon davor, das Ganze jetzt so zu machen, ne? Alright, also, was wir jetzt machen, ist erstmal unseren Hunger wegmachen. Wir werden uns auf 3 Herzen runterbrennen. Also, es ist schon sehr nervenaufreibend. Also, 3 Herzen haben wir. 2 Herzen vom Enderman. Ey, wenn wir 2 Hits vom Enderman kassieren, dann war's das, ne? Wir dürfen nur 1 Hit kassieren. Alright, es wird ernst. Bitte funktionier. Bitte. Bitte, bitte funktionier. Komm du her. Komm du her, bitte. Oh mein Gott. Warum laufen die beide da oben hin? Jetzt. Wo ist er hin? Okay, er kommt. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Gib mir nur 1 Hit. Oder gib mir 1 Hit. Mann, Junge, was ist denn mit denen? Hä? Was ist das für ein Glitch? Bitte. Come on. Bitte, das ist es. Das ist es. Jawohl! Auf geht's, Junge! Auf! Oh mein Gott, ich war so hardcore angespannt. Ey, wenn das in die Hose gegangen wäre. Oh mein Gott. Holy. Stell dir bitte vor, er hätte mir einen Double-Hit gegeben. Er hätte mir der Enderman 2 Hits gegeben. Und wir wären einfach an einem Enderman so gestorben.
vorbei. Aber so haben wir eine Todesnachricht hinbekommen, bei der ich ehrlich gesagt nicht wirklich wusste, dass diese überhaupt existiert. Was ist das für ein intenses Projekt, Alter? Die nächste Todesnachricht ist Fell of Some Weeping Vines. Alright, das kriegen wir hin. Kleiner Trick 17. Wir gehen jetzt einfach nochmal durchs End. Und jetzt, wenn ich hier durchgehe, kommen wir einfach bei 0-0 raus. Und genau so soll es sein. So, Weeping Vines. Und das sind die Weeping Vines. Wir sind safe call hoch genug. Ich hoffe, dass da unser Stuff nicht da runterfliegt. Wir werfen den einfach mal jetzt hier runter. Ich weiß nicht, warum ich so angespannt war. Man ist jedes Mal ultra angespannt. Es ist insane. Ich weiß es nicht. Also dieses Projekt macht einen wirklich... Das ist crazy. Aber Weeping Vines auch erledigt. Wir nehmen mal ganz kurz die hier in die Hand. Das ist mal wieder Trick 17. Kurz mal repairen den Hasen. Und zack, zack, zack. Erledigt. Weiter geht es, meine Damen und Herren. Damit können wir auf die nächste Todesnachricht gehen. Und das ist Fell of Scaffolding. Ich sag mal Scaffolding. Es ist aber nur Scaffolding. Hatten wir schon mal. Hatten wir aber auch schon ein paar Probleme mit. Wir haben daran auf jeden Fall letztes Mal schon verkackt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe sehr viel Respekt davor. Auf geht's, Junge. Ich habe nur so viel Respekt davor, weil wir es beim letzten Mal halt verhauen haben. Ey, daran ist schon mal eine komplette Welt gescheitert. Ein kompletter Run wurde deswegen mal geblowt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Deswegen. Okay, das ist sehr beruhigend. Wir können den ja hier stehen lassen. Sieht ja ganz schick aus. Es werden immer weniger Todesnachrichten. Nächste Todesnachricht. Oh, das ist eine Bat-Bomb einfach, oder? Hatten wir auch bereits schon nur eine Bat-Bombe. Was machen wir, wenn da jetzt ein Piglin auf uns direkt wartet, der aggro ist? Dann haben wir ein Problem, I guess, ne? Ich meine, wenn der Piglin jetzt kommen sollte, dann töten wir uns einfach schneller. Und zwar, meine Damen und Herren, gute Nacht. Okay, es gibt tatsächlich schon echt schwierigere Todesnachrichten. Damit nächstes erledigt. Sehr gut. Wir können wieder mal zum 20.000. Mal unser Inventar sortieren. Juhu. So, die nächste Todesnachricht, meine Damen und Herren, wird sein. Alright, das mache ich zum Einschlafen. Das ist ein bisschen, naja. Drowned ist ertrinken. Ja, wir dürfen unter Wasser nicht die Leertaste drücken. Denke, das sollten wir hinbekommen. Ja, wir müssen ertrinken. Oh Gott. Wir sind dann am Spawn. Wir müssen jetzt in der Nacht zum Dorf zurücklaufen. Aber, ja. Drowned. Easy. Nächste erledigt. Wir begeben uns mal nackig ohne Sachen, was ein bisschen gefährlich ist, zurück zu unserem Dorf. Und gucken uns dabei mal die nächste Todesnachricht an. Diese wird sein. Was slain by mob. So ironisch es auch klingen mag. Ich mache mir gerade Sorgen darüber, jetzt hier auf dem Weg zum Dorf wieder zu sterben an einem Monster. Aber tatsächlich wäre das jetzt sogar in Ordnung, weil das ist basically die nächste Todesnachricht. Was slain by a mob. Das glaube ich, kriegst du das nur von einer Spinne und einem Zombie. Oder halt einen Eisengolem. Ich sortiere noch nicht mein Inventar ein. Keine Sorge. Ich raste jetzt nicht schon wieder komplett aus. So, ja. Wir begeben uns einfach mal selber in die Todeszone. Was slain by Iron Golem. Ich hoffe... Ist er noch aggro? Hallo? Hey, na, bist du noch aggro auf uns? Nee, ne? Bist du nicht, ne? Alles klar. Danke. Okay, damit haben wir das nächste erledigt. Ich werde mich so dafür hassen, dass ich mein Inventar wieder sortiere, ne? Nächste Todesnachricht ist Fell Out of the World. Das wissen wir, wie es jetzt funktioniert. Wir müssen dafür ins Void fallen. Aber wichtig, wir dürfen uns vorher nicht von einem Monster hitten lassen. Und wir dürfen dann nicht vom Void One-Hit sein. Glaubt ihr, wir kriegen das hin? I guess, ne? Ich glaube, das sollte machbar sein. Mein Herz ist ganz kurz stehen geblieben, ne? Mein Herz ist kurz stehen geblieben. Boah, hätte ich mich nicht mit dem Wasser im Tunnel... Ich habe dadurch halt meinen Fallschirm geresettet. Weil dadurch bin ich halt eine kürzere Distanz runtergefallen. Weil normalerweise, das ist hier Höhe 13 und ganz oben. Ja, wir wären safe call an Fallschirm gestorben. Oh mein Gott. Ja, never dig down straight in Minecraft. Hat mir vorhin noch jemand gesagt, genau an dieser Stelle hier. Digga, das ist halt immer Stresslevel auf einer ganz neuen Ebene, ne? Gut, meine Damen und Herren. Fell out of the world. Ich bin gerade mit meinem Herzen schon gefühlt gerade aus der Welt geflogen. Wir haben die nächste... ich will es noch nicht zu früh sagen. Die nächste Todesnachricht haben wir hinbekommen. Einmal im Void sterben zum Mitnehmen. Dankeschön. Digga, boah, das gerade eben war halt... Das war schon ein gutes Stück gerade. Das ist genau das, was eben diese Serie ausmacht. Das ist halt genau der Reiz der Serie. Dass, wenn du eben einmal den falschen Tod kassierst und gerade erst recht dann an so einem späten Zeitpunkt in der Serie, nachdem du hier über 17 Stunden am Start bist, wäre das halt sehr, sehr bitter. Wir geben die nächste Todesnachricht an und gucken, was es gibt für uns. Und das ist Fell from a High Place. Das hätten wir gerade eben schon fast gehabt. Aber zum Glück auch nur fast. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster raus und sage oder behaupte, das ist die Todesnachricht, die ein Minecraft-Spieler am häufigsten gesehen hat in seiner Minecraft-Karriere. I guess. Aber so Creeper, Lava und Fallschaden sind so die drei Endbosse eines neuen Spielers, ne? Oder neu, halt eines Average-Minecraft-Spielers. Also von nicht, ach Mann, egal. Ja, wir sterben.
fell from a high place. Häkchen hinter. Das wäre auch peinlich gewesen, hätten wir das jetzt nicht geschafft. Damit sind wir auf der Zielgeraden. Der Schlusssprint startet. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was jetzt noch so auf uns wartet. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Nun ja, die nächste Todesnachricht, die wir brauchen, ist Withered Away. Da wir vorbereitet sind, haben wir in unserer Kiste etwas. Normalerweise würde man denken, okay, du musst wieder 3 Köpfe farmen. Du musst wieder einen Wither spawnen. Aber wir haben uns eine Wither-Rose mitgenommen, als uns der gute Wither getötet hat. Mit diesem Ding kriegt man den Wither-Effekt. Das kennen wir ja noch aus All Achievements. Wir müssen einfach daran sterben. Also, alles wieder ablegen. Zum Glück haben wir sortiert. Ja, ihr könnt... Also ja, Leute, ich weiß. Ich weiß. Beschwert euch bei wem anderes. Ich habe keine Zeit. Ich muss von einer Blume getötet werden. Warum auch nicht? Withered Away. Ich bin sehr froh, dass wir diese Rose hatten. Hätten wir jetzt wirklich nochmal 3 Wither-Skelett-Köpfe fahren müssen und eventuell wieder 100 Wither-Skelette killen müssen, dann wäre ich vermutlich ein wenig verzweifelt. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir, glaube ich, 35 Mal gestorben. Das heißt, noch der 36., 37. und 38. 3 Todesnachrichten fehlen uns. Welche 3 fehlen uns denn noch? Wisst ihr denn aus dem Kopf? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber darauf kommt, welche 3 Todesnachrichten uns noch fehlen. Dementsprechend, wir gucken, was das nächste wäre von den nächsten 3. Und zwar, was Fireball by a mob. Oh mein Gott. Ja, das ist auf jeden Fall eine etwas schwierigere Todesnachricht, an der man doch schon noch verkacken kann. Es ist möglich, eben nur über eine Blaze das Ganze zu machen. Im Wiki steht nämlich nochmal zusätzlich, dass wenn du von einem Fire Charge in einem Dispenser abgeschossen wirst, dass es wie Feuerschaden einfach normal ist und die Todesnachricht dementsprechend nicht Fireball ist. Deswegen, wir müssen uns von einem Blaze abschießen lassen und von diesem Fireball von ihm sterben. Ding ist, dass wir eben trotzdem im Firetick Schaden bekommen. Deswegen haben wir einen kleinen Trick. Wir werden dafür einen Cauldron uns jetzt ranholen oder mehrere. Diesen mit Wasser befüllen und uns direkt dort dann reinstellen, dass wir halt gar nicht erst sterben können an Feuer. Aber wir müssten trotzdem aufpassen, dass die Blaze uns nicht zu nahe kommt. Denn eine Blaze gibt dir trotzdem auch Melee-Schaden. Das Ding sieht nicht so aus, aber es ist in der Lage, wenn es neben dir steht, auch einen dicken Hit zu geben, der dich auch töten kann. Da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Ey, wir könnten auch einfach eine Blaze in die Overworld schnappen. Was sagt ihr dazu? Da müssen wir das nicht mit einem Cauldron machen, sondern wir stellen uns dann einfach in Wasser. Ich glaube, wir machen das so. Ich fühle mich irgendwie damit sicherer. Wir machen es einfach so. Glücklicherweise kenne ich diese Festungen auswendig. Weiß genau, wo direkt der nächste Spawner ist. So, wir gehen den Chunk erstmal vorher laden. Wo kommen wir jetzt raus? Also, Blaze ist hier durch. Wir gehen hier rein und chillen. Im Idealfall sterben wir dann hier und können hier unseren Stuff einfach einsammeln. Machen jetzt mal hier eine Begrenzung hin, dass die Blaze uns hier nicht abfangen kann, wenn wir dann hier nackig respawnen. Also am besten machen wir hier einfach einen separaten Raum, wo eben die Blaze nicht reinkommen kann. Jetzt geht es erstmal darum, das Ding jetzt einfach hier reinzubekommen. So, der ist drüben. Okay, 2 Stück ist zu viel. Alright, jetzt ist es eine Frage der Zeit. Einfach warten. Es sieht sehr, sehr gut aus. Krass, sonst treffen die immer. Jetzt soll er einmal treffen. Mhm. Oh mein Gott. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit den Monstern los? Die sind richtig nervös. Ja, er will mir irgendwie nichts Gutes tun. Er merkt so, es ist was Gutes, wenn er mich killt. Also bei aller Liebe. Seitdem ich die Blöcke dahin geplaced habe, ne? Seitdem da die Blöcke sind, ist er komplett verwirrt. Hä? Okay, ein Hit. Wow, das ist ja... Ach, 20 Schüsse aus einem. Komm. Fireball by a Blaze. Auf geht's. Let's go. Und der Stuff kommt hier durch. Junge, der Redstone-Experte. Er hat zugeschlagen. Junge, ey, das ist über die krasse Konstruktion. Also, da kann man also not bad, ne? Nicht schlecht, was ich hier mache. So, Kumpel, danke dir für die Hilfe. Aber das war's dann auch wieder mit dir. Ein kleiner Traum, Freunde. Wir haben die nächste Todesnachricht erledigt. Und die haben wir echt, die haben wir wirklich gut gespielt. Die haben wir wirklich gut gespielt. Und die nächste ist... Was? Haben wir uns die ganze Zeit verzählt? Das war's? Wir sind durch. Alle Devs gesammelt. Und ich denke die ganze... Oh mein Gott, es war jetzt die ganze Zeit in der... Natürlich habe ich das die ganze Zeit gewusst, dass das hier die letzte Todesnachricht ist. Ja, war auf jeden Fall nochmal ein sehr spektakuläres und auch, denke ich mal, sehr gutes Ende. Denn mit der Idee, wie man das mit der Blaze macht, darauf muss man erstmal kommen. Sehr geiles Projekt, sehr geile Serie. 18 Stunden haben wir genau jetzt in dieser Welt hier gebraucht. Mal etwas weniger als bei All Achievements oder All Items, aber nichtsdestotrotz war das ja auch schon unser dritter Anlauf. War auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Projekt. Es ging mal um etwas anderes. Es ging um etwas, ja, Negatives an sich aus dem Spiel. An sich aber auch etwas, womit man ja auch erstmal wieder zurechtkommen muss, dass man erstmal das ganze Game so auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt, erstmal sich schlau machen muss, wie man besondere Todesnachrichten überhaupt bekommen kann oder wo halt gewissermaßen Unterschiede bestehen. In den Statistiken, glaube ich, steht 36 Todesnachrichten. Kann sein, dass wir jetzt beim Editieren
echt doof aussehen und ich verstehe es auch nicht so richtig, warum wir 36 Mal gestorben sind in der Welt, aber 38 Todesnachrichten sammeln wollten. Wegen dem geskippten Drachen, weil es den ja nicht mehr gab. True. Wegen dem Drachen, ne? Den Drachen haben wir zwei Sachen geskippt? Man wird's rausfinden. Freunde, wenn euch das ganze Projekt gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da, abonniert sehr gerne diesen Kanal und seid auf jeden Fall gespannt auf das nächste Groß- und Langzeitprojekt, denn das ist auch schon bereits in Planung. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.